Hey Leute, willkommen zu einem neuen Wager-Match. Heute geht es um 100.000 Münzen und zwar gegen einen Abonnenten und auch YouTuber, soweit ich weiß, den Wuscheltom. Links und alles findet ihr natürlich in der Beschreibung. Jedenfalls, ist das nicht irgendein Spiel? Nein, diese Paarung gab es schon mal vor exakt 2 Jahren. Am 9.9.2012, bei FIFA 12 noch. Damals hatte ich eine Serie namens Luba gegen Abonnenten, wo ich einfach, wie man den Namen vielleicht schon entnehmen konnte, gegen Abonnenten gespielt hatte. Ich war damals noch sehr neu auf YouTube, 2 Monate oder so gab es mich mit ein paar hundert Abonnenten hatte ich damals und damals hatte ich schon gegen ihn gespielt, konnte 3:2 gewinnen und er hat mir jetzt mich gefragt, ob wir das nochmal wiederholen wollen, 2 Jahre danach und das wollte ich, deswegen werden wir mal sehen, ob ich heute gegen ihn wieder gewinnen kann, wie damals schon vor 2 Jahren und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder, wenn es losgeht ins Spiel und ich meinen Gegner eingeladen bzw. gefunden habe, bis gleich. So, da sind wir da auch schon. Es geht los. Ich benutze dasselbe Team, wie ihr ja schon gesehen habt, wie beim letzten Mal. Außer eben, dass Shaqiri dieses Mal im Sturm ist. Und nicht, hier, Lewandowski. Und dann würde ich sagen, nehmen wir los, auch wenn hier die Trikots etwas lange dauern. Aber ich nehme die Weißen dieses Mal. Und ja, schauen wir mal, was er zu bieten hat. Und zwar hat er zu bieten, ja, ein relativ gutes Team. Hybrid zwischen Serie A mit Terchi, also Liga BBVA und Serie A. Terchi so als Connector-mäßig. Sieht stark aus, der einzige Schwachpunkt, würde ich wahrscheinlich sagen, ist Buffon, der mir nicht gut gefiel, als ich ihn hatte. Aber wir werden sehen, wie es läuft. So, 30 Minuten gespielt und es gab noch keine Szene, die in irgendeiner Art und Weise spannend gewesen wäre. Aber vielleicht jetzt die erste Mal, endlich Fabregas mit dem 1:0. Ja, da ist es. Wie ich es gerade schon angekündigt habe, nichts passiert. Und dann passiert das, genau in dem Moment, wo ich sage. 1:0 jedenfalls, ja, erstes Highlight des Spiels, direkt das Tor. Aber gut gespielt, schön gemacht, cool abgeschlossen. So schnell geht's zum 1:0, aber das wollen wir jetzt gleich ändern mit Robben. Aber so sicherlich nicht. Mach was draus. Mach was draus, der macht was draus. Komm. Und die ist nicht drin. Aber guter Versuch. Und nochmal der Kopfball, der ist auch gefährlich. Buffon hält aber. Okay, erste gute Szene auch von mir. Jetzt gibt's Ecke. Mal schauen, ob die Gefahr einbringt. Hernanes in die Mitte. Da ist Buffon. So, komm, jetzt ein guter Freistoß. Und da ist dann ein Kopfball von Maicon. Und die ist knapp. Ganz knapp. Kurz vor der Linie geklärt, beinahe der Ausgleich. So langsam drücke ich hier wirklich. Und das ist jetzt gefährlich, wenn es kein Foul war. Weil da ist Willian wieder und der ist schnell. Und der macht das überragend. Wow. Okay, also da kann ich nichts zu sagen. Das war einfach enorm gut gemacht. Hier verarscht er mein Torwart schön, zieht zurück, macht sie rein. Schönes Tor, wirklich sehr schönes Tor. Leider. So, damit ist Halbzeit. 2:0 steht's. Es ist nicht so viel passiert in der ersten Halbzeit. Gegen Ende wurde es besser, aber arg viel ist nicht passiert, dennoch 2:0 Führung. Hier sieht man es, Effektivität ist definitiv seine Stärke. Ich, wie üblich, mit wenig Passgenauigkeit, weniger Ballbesitz, weniger allem, außer Schüsse und Schüsse aufs Tor. Aber die waren meistens, wie man hier sieht, auch relativ weit weg. Also innerhalb des Strafraums auch im Prinzip nur 3, beziehungsweise 2 eigentlich sogar nur. Ja, wollen wir mal schauen, was die zweite Hälfte bringt. Ich will auf jeden Fall noch mal rankommen, aber das wird nicht einfach, denn er spielt sehr gut. Und ich habe bisher keine wirklichen Mittel dagegen. Okay, das ist ein guter Ballgewinn von Robben. So, Robben hat die Chance und macht nicht das Tor, komm. Nein, oh, dann halt, na, schade. Schade, gute Chance mal wieder. Aber wieder kann ich sie nicht nutzen, das ist halt doof. Komm, Shaqiri, versuch's mal, die ist gut. Pfosten. Jetzt habe ich aber auch mittlerweile Pech hier. Das ist ja wirklich doof. Komm, Reus, versuch's mit dem Finesse-Shot. Auch die ist nicht schlecht, aber ich komme nicht an seinem Torwart vorbei. Buffon, der hält super heute. Hätte ich mal nicht gesagt, dass er nichts kann, dann würde er wahrscheinlich nicht so gut halten. Aber jetzt die Ecke wenigstens. Komm, den hat Buffon nicht. Der erste Kopfball und nochmal Kopfball. Nee, doch nicht. Aber Nachschuss. De Rossi. Das gibt's doch nicht. Also so langsam hätte ich aber mindestens ein Tor verdient gehabt. Ehrlich. Aber es gibt ja nochmal Ecke. Hernanes wieder. Da ist wieder Buffon unentschlossen. Und dieses Mal ist sie endlich drin. Luis Gustavo mit dem mittlerweile wirklich äußerst verdienten 2:1 Anschlusstreffer. Und jetzt gebe ich nochmal Gas. Jetzt komme ich nochmal. Das Spiel 2012, vor 2 Jahren, ging 3:2 für mich aus. Das ist immer noch möglich. So, komm, jetzt Shaqiri, lauf. Oder schieß. Versuch's einfach mal. Shaqiri, die ist gut. Mann. Oh, die war knapp. Die war knapper, als ich zuerst dachte. Nein, den darf ich nicht verlieren. Den muss ich eigentlich behalten. Dann wird's eine Chance und jetzt wird's eine Chance für ihn. Willian und die lässt er sich 100 pro nicht entgehen oder doch? Glück gehabt. Komm, Robben, versuch's mal. Die ist auch sehr schön. Aber wieder hält dieser Teufelskeller im Kasten. Das ist unglaublich. Der hält alles bislang. So, komm, Ecke jetzt. Warum mein Torwart nicht von vorne ist, weiß ich auch nicht. Aber an den langen Pfosten. Buffon mit dem Fehler und die ist und dann geht die nicht über die Linie, sondern wird gehalten. Ja, fuck, da ist es vorbei. Ah, Mensch, das ärgert mich jetzt. 2:1 verliere ich. Ihr wisst ja, ich gestehe mir auch ein, wenn es verdient war, aber das war, finde ich, im Endeffekt nicht mehr verdient. Er hat zwar auch gut gespielt, gerade in der ersten Hälfte war er der Bessere, aber in der zweiten Hälfte hatte ich so viele Chancen.
die ich halt einfach nicht genutzt habe. Pech hatte, weil es zwei, dreimal kurz vor der Linie geklärt wurde irgendwie. Es war sehr viel Pech dabei. Aber gut, so ist Fußball. Manchmal ist es halt nicht ganz fair. So wie in diesem Fall. Und somit endet das Spiel 2-1 für mich. Für mich, genau. Nicht für mich, sondern für meinen Gegner. Und somit hat er gewonnen und kriegt 100.000 Münzen mehr. Ich schaue mir noch kurz die Statistiken an. Wo sind sie? Hier. Das meine ich halt. Er hat 4 Schüsse, 4 aufs Tor. Ich habe 20 Schüsse, 12 aufs Tor. Ich habe gleich viele Fouls. Ich habe 5 Ecken. Er hat eine Ecke. Ich hatte einen abseits. Passgenauigkeit und Ballbesitz immer noch sehr viel weniger als er. Aber das ist eigentlich irrelevant, weil, ja, wenn man hier sieht, zwar viele Schüsse aus der Distanz, aber eben auch relativ viele aus Strafraumnähe. Die meisten davon auch gefährlich. Und ja, dann ist es halt schon ein bisschen ärgerlich, wenn ich da verliere. Aber gut, so ist es, wie gesagt. Er gewinnt mit 2-1. Hier herzlichen Glückwunsch an dich. Deine Münzen gebe ich dir gleich und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich das mache. Ja, bis gleich. So, das ist ein Spieler. Ich bin jetzt 100.000 Coins los, aber so ist das nun mal. Wie gesagt, ich finde es schade, dass ich verloren habe, aber irgendwann wird es vielleicht eine Revanche geben bei FIFA 15 oder so. Gab jetzt schon 2 Spiele. Vielleicht gibt es auch nochmal ein drittes, denn es steht ja jetzt sozusagen unentschieden. Einmal habe ich gewonnen, einmal er. Werden wir sehen nächstes Jahr. Jedenfalls hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so war, dann zeigt mir das mit Daumen etc. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und tschüss.